Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier bei Eikuchen. Ich bin immer noch straight up im Wald unterwegs. Ich glaube, drittes oder viertes Video jetzt. Also eine Woche Videos wieder komplett, würde ich sagen. Ja, heute geht es mal um das Thema Karneval. Ich glaube, das Video kann ich diesmal wieder nicht auf 10 Minuten strecken. Ich guck mal. Das ist nice. Also ich strecke die halt nicht. Ich habe einfach Bock zu labern. So, ne? Ich muss tatsächlich zugeben, die Eikuchen-Videos machen mir momentan wirklich sehr viel Spaß. So, also keine Ahnung, hier so ein bisschen rumlaufen und so Real Talk-mäßig einfach so ein bisschen quatschen, finde ich halt wirklich ganz cool. So, dann rede ich halt natürlich auch mehr. Das erkennt man, sage ich mal. So zum Beispiel, wo ich halt nicht im Wald war. Ja, da haben mir die Videos zwar auch an sich so Spaß gemacht, aber es war halt langweilig. So, jetzt gehst du ein bisschen, tust ein bisschen was für deinen Körper mit der Bewegung und das ist halt einfach cool. Ne? Und deswegen finde ich Eikuchen-Videos gerade, die mache ich wirklich extrem gerne. Ist natürlich wenig Aufwand, muss man zugeben, aber mache mir halt trotzdem Spaß. Deswegen rede ich halt einfach in letzter Zeit immer relativ viel. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ja, heute geht es, wie gesagt, um das Thema Karneval. Ich habe, glaube ich, schon mal vor 3 oder 4 Jahren ein Video zu diesem Thema gemacht, aber damals habe ich einfach nur dieses eine Bild eingeblendet und das war's. Heute richtig mit Qualität im Wald, mit der Kamera. Ja, ich und Manuel waren ja beim Karneval auch dabei und wir sind ja da rumgelaufen und haben ein paar Interviews gedreht und ich muss sagen, an sich bin ich ja jetzt so ein lustiger Kerl. Ja, also ich mache gerne so Witze mit und so weiter. Ich bin halt nur überhaupt kein Typ, der zum Beispiel so in Partys geht, dann auf einmal so richtig abdance oder so, und ich muss sagen, ich bin auch kein wirklicher Fan von Karneval. Also ich muss sagen, ich finde Karneval ist erstmal für Kinder natürlich was richtig Tolles. Also wenn ich mal Kinder habe, dann gehe ich mit denen auch gerne zum Karneval, wenn die das wollen. Das finde ich halt spannend. Ne? Dann sind da diese ganzen Wagen und so weiter und dann werden Süßigkeiten geschmissen und die tolle Musik oder halt nicht tolle Musik, je nach dem, was halt gerade gespielt wird, ist natürlich für Kinder ziemlich interessant und auch cool, wenn die sowas halt mal miterleben. Also da hätte ich gar kein Problem mit, dass ich da halt selber mit hingehe so. Ich muss aber sagen, was die meisten Leute bei Karneval natürlich machen, und das hat man ja auch bei meinen Braunschweigs klügsten Köpfen gesehen, ist halt einfach saufen so. Es ist wirklich einfach, man geht dahin einfach nur, um zu saufen so. Und wer meine Videos oder mich verfolgt, weiß ja sowieso, ich bin generell kein so großer Fan von Alkohol. Ich trinke es so gut wie überhaupt nicht, also und mich komplett besaufen sowieso nicht. Also wenn ich mal Alkohol trinke, dann vielleicht ein Cocktail oder zwei und dann war es das halt auch schon wieder, weil, keine Ahnung, ich sehe da auch keinen Sinn drin, mich komplett abzuschießen. An Karneval ist es halt natürlich einfach so, das ist einfach so zu so einem Fest geworden, da sauft man einfach und macht Party so. Und natürlich Party an sich ist alles cool und so weiter, aber es ist eigentlich schon auch lächerlich, es weiß einfach überhaupt keiner mehr, warum Karneval überhaupt gefeiert wird. Also man geht hin zu einem Event und weiß halt nicht mal warum, im Endeffekt, so weil es halt nur um Saufen geht. Ich meine, wir haben ja selber die Frage gestellt, ja, warum wird das eigentlich gefeiert, und es weiß einfach keiner. Man kommt da verkleidet hin, man gibt sich halt teilweise auch Mühe, zieht ein Kostüm an und so weiter, geht da hin, aber im Endeffekt weiß man halt gar nicht warum. Und dann wird da halt auch nur gesoffen. Also ich habe zum Manuel wirklich schon davor gesagt, wo wir waren schon um 12 da oder so, ja, wir warten eine Stunde oder so, dann sind die alle sturzbesoffen, dann können wir die komplett verarschen so. Also wir haben nur coole Leute getroffen, muss ich sagen, also die auch nicht komplett besoffen waren. Wenn wir weitergemacht hätten, wenn wir noch 1-2 Stunden gewartet hätten, dann wäre es halt wahrscheinlich so gekommen, dass wir sehr viele besoffene Leute da gefunden hätten, die einfach komplett scheiße gelabert hätten. Okay, haben so viele auch, ne, aber ihr wisst schon, was ich meine so. Und das ist an sich wirklich heftig, finde ich eigentlich, ne. Und das ist auch das, was ich halt überhaupt nicht feier, so, ne? Man geht einfach hin, besäuft sich halt komplett und das war's. Und das um 12 Uhr an einem Sonntag so, ne? Und ja, das ist, also keine Ahnung, ich persönlich sehe da halt einfach so in sowas halt einfach keinen Sinn, keine Ahnung. Ich will natürlich niemanden den Spaß kaputt machen, so, ne? Jeder, der irgendwie Bock hat, da zu feiern und sich zu besaufen, natürlich kann er halt gerne machen. Das ist ja sein Leben, da habe ich ja nichts mit zu tun, ne? Wie gesagt, ich will hier halt einfach nur so ein bisschen meine Meinung halt dazu veröffentlichen. Und ja, für mich sieht das Ganze halt auch einfach so aus. Ich finde halt das einfach so ein bisschen lächerlich, sage ich mal, ne? Weil wirklich, du triffst dich so um 10, 11, 12 Uhr und fängst dann an, dich komplett zu besaufen. Das ist halt schon, also finde ich, so ein Stück lächerlich einfach so, ne? Das ist, keine Ahnung, also ich persönlich habe zum Beispiel einmal in meinem Leben habe ich wirklich so früh angefangen zu trinken, und ich glaube, das war vor Vatertag, vor irgendwie 2, 3 Jahren oder so, ne? Da bin ich mit meiner Mannschaft halt unterwegs gewesen, und ich persönlich bin halt einer, also sowieso kein Alkoholtrinker, und wenn, dann trinke ich halt auch eher abends so. Ich finde, keine Ahnung warum, aber für mich ist Alkohol eher mit abends so verbunden, ne? Weil wenn du dann noch Alkohol getrunken hast, so kommst du abends, nachts nach Hause, du pennst einfach so. Und da war es zum Beispiel auch so, Vatertag, so um 8 Uhr haben wir uns getroffen, was schon mal viel zu früh ist. Dann hat man noch nichts gegessen, trinkt 1, 2 Bier, ist dann halt schon relativ gut dabei, ne, weil der Körper hat ja nichts anderes. Und dann war es auch so, dass ich halt schon relativ gut dabei war. Dann haben wir so um 14, 15 Uhr bin ich halt nach Hause gegangen. Dann wusste ich ja überhaupt nicht, was ich machen soll. So, ich war zu Hause, ich war eigentlich schon wieder nüchtern und stand da dann halt so und dachte mir so, ja, wow, ja, was mache ich jetzt, ne, GG. Und das ist halt richtig komisch. Aber das war so das einzige Mal. Aber da muss ich halt auch sagen, dass ich das eher nicht nochmal machen würde, so, weil, keine Ahnung, wie gesagt, ich sehe da gar keinen Sinn drin, ne, mich halt so früh zu besaufen, so. Das ist, finde ich, halt einfach unnötig. Was ich halt auch nicht verstehe, ist halt wirklich, dass da noch irgendwelche Firmen oder Wegen noch richtige Pferde haben, so. Also ich bin nicht der größte Tierschützer oder so, muss ich sagen. Aber ich meine, das ist einfach eine Tortur für die Pferde. Manche kriegen vorher Medikamente, dass die ruhig bleiben und so. Und solche Dinge gehen meiner Meinung nach einfach gar nicht fit, so, ne. Und auch gerade Milka oder diese Bäckerei hatte einfach Pferde da dran gemacht, wo ich mir nur so denke, also so eine komische Bäckerei, das ist halt auch nicht wirklich so cool, muss man sagen. Ja, hier sind schon wieder richtig viele Leute. Jetzt sind tatsächlich viele Leute unterwegs. Ja, am Anfang habe ich noch gesagt, sind nicht so viele. Na, und natürlich, wie gesagt, jeder soll halt Spaß
Spaß daran haben und machen, was ihr möchtet. Für mich persönlich ist es einfach nichts und ich kann auch nicht verstehen, warum man sich da wirklich um 10 Uhr in die Kälte stellt und dann sich halt einfach besäuft so. Also keine Ahnung, das ist, sind so Dinge, die werde ich in meinem Leben wahrscheinlich auch nie verstehen. Vielleicht bin ich auch einfach anders so, ne? Aber für mich persönlich ist Karneval halt auch an sich einfach überhaupt nicht so, ne? Ich überlege gerade noch, was ich dazu großartig sagen kann, aber das Problem ist, man kann sich auch nicht mal wirklich haten so, ne? Das ist halt einfach so ein gesellschaftliches Phänomen, sag ich mal. Das ist halt genauso wie mit Vatertag so. Das hat sich halt so eingebürgert, sag ich mal, dass man sich da halt trifft und dann halt säuft so. Ne? Klar, ob man das dann macht oder nicht, muss man natürlich für sich selber entscheiden, ne? Aber ja, es ist halt, ist dann halt im Grunde einfach so. Da kann man nicht so viel zu haten einfach, ne? Das muss halt einfach, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich verstehe es halt einfach nicht, muss ich sagen. Ja, auch der ganze Müll, der da dann teilweise rumliegt. Also wir haben doch immer Silvestermüll von uns vor der Tür tatsächlich oder auch in der Straße rumliegen, ne? Und Silvester wird ja auch so viel Müll und alles wieder rumlag, das habe ich auch teilweise gefilmt, das ist schon heftig so. Und das muss ja auch wieder irgendwer wegmachen, das ist auch, keine Ahnung. Na, was soll man dazu sagen, wie gesagt. Und einer hat mich übrigens auch mal gefilmt, einfach privat. Wir sind halt rumgelaufen und er hat einfach gefilmt, er hat uns von hinten einfach gefilmt. Na, auch an sowas, Leute, macht das nicht. Ja, ihr könnt gerne ein Foto mit mir machen oder so, gar kein Thema, aber hört auf, mich einfach privat zu filmen. Sowas geht halt gar nicht. Ja, oder wenn wir da rumlaufen. Also so heimlich filmen und Fotos machen geht echt überhaupt nicht. Ja, eigentlich bin ich wirklich ein Allmann, der sagt, Anzeige ist raus, aber nee, dafür bin ich dann auch wieder zu faul. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns im nächsten Video, meine Freunde. Und schreibt mir einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dann, okay, thanks, bye.